Hey Leute, willkommen zurück zum Wavelengths DLC von Life is Strange True Colors. In der letzten Episode haben wir am Ende dann noch bis in unserer Aufgabenliste 6 die Anzeigen vorgelesen und inzwischen haben wir ja schon insgesamt 10 neue Vorschläge für unser Tinder-Kopie und außerdem haben wir da bis rechts 6 noch einige Aufgaben zu erledigen. Ja, um die Tinder-App, um die kümmern wir uns später. Ich werde jetzt nochmal rausgehen in den Plattenladen und schauen, was es da so zu erledigen gibt. Das ist ziemlich lang her, seit der letzten Folge, zumindest für mich. Aha, da haben wir Katzenminze, schau her mal. So weit ist es also schon gekommen. Ich besteche meine Katze mit Drogen. Aha. Okay. Haben wir neue Alben? Neue Ware. Wird Zeit, ein Heim dafür zu finden. Thymian und Blut. Charlotte und ich haben diesen Buchclub gegründet, für den wir die schlechtesten Krimis lesen und dann besprechen, wie toll wir sie finden. Okay. Bauen wir die Kicker-Zähltafel und wie seht's, auch das ist eine der Aufgaben. Aber was schnell geht, ist, dass wir in Ethan seiner Zeichnung etwas hinzufügen. Und das machen wir gleich mal als Erster. Ah, da haben wir noch die Halloween-Dekoration. Ah, und den eigenen Song, den können wir uns auch anschauen. Es ist eine Weile her, seit ich an meinem Song Dingens gearbeitet habe. Dann hören wir uns einmal an. Wenn wir schon da sind und die Zeichnung da gerade nicht hängt. Ich bastel schon seit einem halben Jahr daran rum. Aber ich habe immer noch keinen Plan, was daraus werden soll. Aber ich finde es ganz nice, bis jetzt. Jo. Schauen wir mal, was draus noch wird. Im Endeffekt. Ein halbes Jahr ist jetzt also um, anscheinend. Ein Break wäre doch mega nice. Mhm. Oh, und richtig frische Vocals. Ein triumphales Solo. Vielleicht kann ich ja wirklich im Break einen heroischen Vibe einbauen. Mhm. Wenn wir schon irgendwie machen, das wird schon hinhauen. Okay. Und schon ist wieder was erledigt. Gut, wo ist jetzt vom Ethan eigentlich die Zeichnung? Abaufsteller. Okay, der ist cool. Die Warteliste. Eine Klarinette haben wir da jetzt. Okay. Steffs Auswahl. Rub my belly. Ich habe schon versucht, seinen Bauch zu reiben. Steff Auswahl. Verstehst du? Wie Chef Auswahl. Ryan hat mich gezwungen. Okay. Was sind wieder vom Ethan die Comics? Der Typ hing 3 Stunden hier rum. Na. Und hat nichts gekauft. Super. Und das Tolle ist, dass er mir den ganzen Scheiß zum Aufräumen dagelassen hat. Das ist ein Unart. Einfach da auf gratis Comics lesen und dann nichts tun. Ah, kaputter Rechen. Ich habe wegen diesem verdammten Relikt 20 Jahre Beweglichkeit im Kreuz eingebüßt. Ui, eine Hängepflanze. Ryan sagt, jedes Geschäft ist gesetzlich dazu verpflichtet, Pflanzen zu haben. Ah ja. Und ich weiß immer noch nicht, ob er lügt. Das lasse ich mir so krass einrahmen. Mhm. Sehr abstrakt, modern. Was haben wir da für eine Aufgaben, hm? Mal sehen, was noch zu erledigen ist. Oh, gut. Alles davon. Oh. Aufgaben für mich, weil hier sonst keiner arbeitet, jo. Comics bei der Musikstation wegräumen. Müll aus dem Hinterzimmer rausbringen. Neue Alben in Neuveröffentlichungen einräumen. Per E-Mail erbetene CD für Andy finden. Okay, jetzt nur noch ein paar Aufgaben übrig. Ue, das Telefon läutet.
Warte mal. War das jetzt das Telefon in der Box? In der Kabine? Jo. Du redest mit Steph. Oh, ja, also, ich brauche deine Hilfe. Ich habe Ärger mit der Personalabteilung. Was hast du angestellt? Ich habe voll verkackt. Ich habe mich mit meiner Kollegin übers Fitnessstudio unterhalten. Wir sprachen über Beinarbeit und sie meinte, sie will an ihrem Unterkörper arbeiten. Jetzt kommt's. Oh oh. Was hast du gesagt? Ich sagte, ihr Hintern ist gut so, wie er ist und sie soll sich keine Sorgen machen, was ein Fehler war. Aha. Hast du sie auch Schätzchen genannt und ihr ein Kompliment zu ihren Beinen gemacht? So ist das nicht. Wir sind Freunde. Es war nur ein Ausrutscher und jetzt wird es unverhältnismäßig aufgebläht. Oh yeah. So ein Typ bin ich nicht wirklich. Aber jetzt drehe ich voll durch. Was meinst du, was wird die Personalabteilung machen? Ich sehe, was ich tun kann. Nehmen wir meinen Würfel. Vielleicht hüpft uns der wieder. 10. Keine Zahl auf dem Würfel sagt weniger aus. Eine Unterhaltung mit der HR-Abteilung. Der Wurf hilft mir jetzt nicht gerade weiter. Was hat dieser Typ verdient? Ich bin zurück. Bereit, die Suppe auszulöffeln? Bringen wir es einfach hinter uns. Du sitzt auf einem harten Wartezimmer-Plastikstuhl in der Personalabteilung. Und neben dir ist ein Halt-Durch-Poster aus den 80ern. 45 anstrengende Minuten lang bläuen sie dir jedes Wort der Firmenrichtlinien zu sexueller Belästigung ein, beschließen am Ende, dass du dich bei ihr entschuldigen musst. Bist du sicher? Denn sie hat gelacht und sich sogar bedankt. Es sind unsere Kollegen, die so ein großes Ding daraus machen. Echt jetzt, Alter? Es tut mir doch leid. Es ist nur, dass jetzt alle so tun, als wäre ich plötzlich ein Perverser oder so. Okay. Entspann dich. Niemand nennt dich einen Perversen. Ich weiß, dass du ihr kein Unbehagen bereiten wolltest. Aber das hast du leider. Anstatt also einer Radio-DJ zu erzählen, dass du verkackt hast und ein echt netter Typ bist, warum beweist du es nicht und entschuldigst dich bei ihr? Ja, du hast recht. Bitte richte alle weiteren Fragen an die Personalabteilung. Danke für den Anruf. Okay, das war mal Anruf 1 von 2. Ich möchte jetzt gern die Zeichnung von Ethan finden, aber wieso ist die heute nicht da? Komisch. Wo haben wir den Müll? Den Maus da müssen? Ui. Hat sich einiges getan. Bumm. Das Schlagzeug hat sich noch immer nicht aufgebaut. Ich war vielleicht ein klein wenig zu optimistisch, was deren Nachfrage angeht. Tja. Und auf einen coolen Flaschenöffner, hm? Violet schenkte mir den auf unserem ersten Date. Sie wollte wieder gut machen, dass wir das Pride-Fest verpasst haben. Damals hat's geklappt. Das Fahrrad von Gabe, okay. Snacks, Mini-Kühlschrank, Müll. Den brauche ich. Ja? Ma! Die ganze Stadt liegt in Schutt und Asche. Er trifft unser Haus bald. Ich suche mir Unterschlupf, aber ich hab dich lieb, okay? Ma! Oh Mann. Jetzt eindeutiger. Eine Referenz zum Wirbelsturm von vom ersten Life is Strange, aber in Müll hat es jetzt nicht aufgerannt. Ist okay. Ich muss mich nicht jetzt darum kümmern. Super. Hoffentlich hat die letzte Person, die benutzt hat, sich ausgestempelt. 15 Jahre Überstunden können wir uns nicht leisten. Na, kommen Sie schwer leisten. Hey Pferd,
Oder? Wusstest du, dass Gummibärchen aus Pferdehufen gemacht werden? Wahnsinn, was da alles drinnen ist. In dem... Hey, was haben wir da für geheimnisvolles Kästchen? Backseat Bingo. Warum kommt mir das bekannt vor? Okay, das bringt aber eigentlich alles nicht so recht viel. Weil das Schlagzeug kann ich nicht aufbauen. Wo ist vom Even die Zeichnung? Das ist die riesengroße Frage. Dann rahmen wir mal die Comics auf, oder? Da wird jetzt wohl kein Flashback kriegen. Anscheinend ist es der Müll das Letzte. Das kann Counter haben. Das sind Comics. Vox Machina Origins. Ja. Das ist ein Flashback zum Wirbelsturm für Life is Strange. Weil sie ja eigentlich ursprünglich aus Haven Springs kommt. Nein, nicht. Na, wie heißt die Stadt? Sind wir jetzt in Haven Springs, oder? Jetzt läutet das scheiß Telefon schon wieder. Das Telefon ist sowas von lästig. Danke, dass du KRCT anrufst. Du sprichst mit Steph? Hey, hi. Das ist mein allererster Anruf, also, naja, tut mir leid, wenn ich es falsch mache. Keine Sorge. Man kann es nicht falsch machen. Sag mir, was dich beschäftigt. Klar, danke. Also, ich habe letztes Jahr im Fußballteam der Oberstufe gespielt, weil alle Freizeitligen hier nur bis 16 Jahre sind. Und dieses Mädchen in meinem Team ist einfach die Schlimmste. Ich meine, ich weiß, dass ich manchmal weird bin. Ich bin nicht cool oder so. Aber das ist doch kein Grund, mich so zu quälen, wie sie es tut. Ich will nicht mit dem Spielen aufhören. Fußball ist das Einzige, in dem ich je gut war. Ich denke, was ich wissen will, ist, ich will mich ja wehren, aber wird es gut gehen? Oder soll ich einfach aufhören? Das ist ja total scheiße. Ich schau mal, was ich sehe. Oh je. Bam! 16. Mobber sind das Schlimmste. Besonders, wenn sie etwas ruinieren, das du liebst. Was sage ich hier? Ziemlich hoher Wurf. Ja gut, Freunde werden. Das ist die Frage, gell? Wie kann man Freunde werden mit einer, deren quält? Okay. Bereit für deine Zukunft? Ja, wie sieht sie aus? Du ziehst den Kopf ein. Und zuerst kommt es dir vor, als hätte sich nichts geändert. Sie macht weiter. Sie quält dich, wann immer sie kann. Doch irgendwann geht sie zu weit. Eine Beleidigung unter der Gürtellinie. Ein dummer Prank zu viel. Und du rastest aus. Du stellst dich direkt vor sie und sagst, versuch sowas noch einmal und ich mach dich sowas von fertig. Oh, krass. Du erwartest schon fast, dass das Team zu ihr halten wird. Doch nein. Sie sind total von dir beeindruckt. Natürlich ist nicht alles sofort fantastisch. Doch bis zum Ende der Saison seid du und das Team wie Pech und Schwefel. Und das fiese Miststück steht allein da. Wie sich zeigt, mag niemand Arschlöcher. Und sie haben alle nur darauf gewartet, es endlich zugeben zu können. Ich meine, ja, das klingt super. Aber es ist nur eine nette Geschichte. Naja, ich habe sowas schon erlebt. Echt? Ja. Grundschule, Highschool. Ich dachte, ich müsste wegziehen, damit es aufhört. Kinder wie dieses Mädchen können es riechen, wenn du anders bist. Sie spüren es und fahren ihre Krallen aus.
Doch wenn du herausfindest, was das Weirde an dir ist, es akzeptierst und es für dich nutzt, nimmst du es ihnen weg. Und damit auch ihre Munition. Bei mir war es mein Outing. Bei dir? Wer weiß. Doch was immer es ist, das dich weird macht, macht dich auch krass. Vertrau mir. Danke, Steph. Das hilft. Sogar sehr. Gern geschehen. Danke für den Anruf. Okay, das war ziemlich emotionale Rede. Finde ich halt. Gut, dann gehen wir die Kickersiege an. Ich meine, das Spiel haben wir eh schon gesehen. Aber ich muss auch sagen, wenn ich selber spiele, dann könnte es wahrscheinlich ein bisschen beeinflussen. Ja, ich sollte das Ergebnis von gestern aufschreiben. Und das wäre schon gut. Das Spiel hat mich echt fertig gemacht. Aber gut, das tun sie alle. Na, das geht jetzt wieder durch, weil ich möchte den Gabe ja besiegen im Endeffekt dann. Und ich weiß nicht, wann sie automatisch spielt, ob sie ihn dann besiegen kann. Sieh zu und lerne, Steph. Der Meister macht sich jetzt ans Werk. Wie ist das denn mit links, rechts, gell? Du glaubst, ja. Du bist der Meister? Prove me wrong. Das ist der Plan. Und sie brauche ich die ganze Zeit nur auf die Tasten hauen. Na bitte. Hey, du hast was im Gesicht? Nein, warte. Such dir dein Gesicht einfach aus. Alter, was war das jetzt? Da tust du jetzt einfach nichts down. Okay, ohne Scheiß. Du hast echt was im Gesicht. Halt einfach die Klappe. Willst du erklären, was da jetzt los ist? Es ist ein Ausdruck tiefer Scham, nachdem du mal wieder gegen mich verloren hast. Vielleicht mag deine Katze einfach keine Verlierer. Es tut mir leid. Ich nehme es zurück. Deine Katze liebt dich ganz bestimmt. Ja, das war jetzt kampflos. Alter, das ist so mies. Na bitte. Die Reihe. Na? Ja? Geht doch. Was? Aha. Dein Ernst? Wurde Gabe Chen nach all dem Gelaber in seinem eigenen Heim gedemütigt? Biu. Weißt du, Schadenfreude ist nicht sehr sportlich. Da, ist wurscht. Schauen wir mal. Ich hole langsam auf. Ich krieg dich noch, du Arsch. Wow, wenn da noch 5 Spiele kommen, dann ist das aber verdammt viel. Andys CD, die Neuveröffentlichungen einräumen. Müll tut sie nicht ausgeräumt, das ist jetzt als erledigt markiert. Wo ist von Ethan die Zeichnung hinkommen? Ich verstehe das nicht. Ich war ja in dem Raum, wo jetzt die Halloween-Deko hängt. Lebensläufe haben wir da. Ist schon ein bisschen peinlich, dass Jay bis jetzt unser bester Bewerber ist. Jay Lowell. Die Zeichnung ist sicher da, ich hab die nur übersehen. Das ist eine Haftnotiz vom Song, den sie markiert hat. Such mal halt vom Andy die CD, es hilft dir nichts. Was ist überhaupt hoch? Hab dich. Passt. Das heißt, ein bisschen mehr Einfluss auf ihre. Was damals passiert ist. Mein Wirbelsturm. Ich werde jetzt nicht zusammenbrechen. Gut wär's. Letzte Aufgabe. Na dann mal los. Na, es ist noch nicht die letzte. Ich möchte vorher schauen, wo in Ethan sein Zeichen. Wo ist vom Ethan die Zeichnung? Das geht mir jetzt überhaupt nicht ein. Am schwarzen Brett hängt sie nicht. Hm.
Beim Lehrmaterial wird sie kaum sein. Vielleicht ist sie im Obstraum noch irgendwo. Ich hab das übersehen. Irgendwo. Kleiderständer, Heuwagenschild, Schaufensterpuppen, Stickerbalken, Tabletop-Kampagne. Ist es da vielleicht dabei? Die Kampagne liegt gerade so ein bisschen auf Eis. Nein. Da, na bitte, ich bin ein Trottel. So. Doch, warte. Da ist noch mehr. Theaterstück oder Geisel? Geisel ist arg. Theaterstück. Es könnte eine etwas dramatischere Wendung vertragen. Geisel ist zu viel. Wenn es um eine Kinderzeichnung geht. Kann man nicht bringen. Mal sehen, was Ethan damit anstellt. Boah. So da. Und jetzt brauchen wir nur mehr die Neuveröffentlichung einräumen, aber zuerst geben wir uns einmal Day. So. Ja, Day. Da geben wir mal ein Like. Ich finde das vor allem cool mit dem Oktopus-Tattoo. Fitness-Enthusiastin als Fitness-Fanatikerin Joseline aus Thornton. Ja. Oder verschwenden wir nicht die Zeit der anderen? Pizza 29, okay. Ui, ein Match. Dann werden wir gleich mal eine Nachricht schreiben. Ganz ehrlich, mir ist gerade wirklich nicht nach Spielchen. Dann schreib so. Ich sollte ein Lächeln aufsetzen und nett sein. Aber Mann, ich weiß nicht, ob ich die Energie dafür habe. Ah, okay, dann losen wir das dabei, wenn du jetzt nicht mockst. Wer hat das Lama in Rama Lama Ding Dong gepackt? Hattie, 28. Wollt man nicht. Ui. Wer hat mein Synthwave Bro Project, also Projekt Witch Holiday, und das ist eigentlich nur eine, die Werbung macht. Na, die macht nur Werbung, das ist nichts. Die tut viel feiern und so weiter. Hat sie jetzt eigentlich keinen Bock drauf, die Steph, wie man merkt, momentan. Ich bin keck. Ui, sehr kreativ. Corinne Boulder. Diese Person hat noch keinen Slogan eingegeben. 30. Ja, schaut ein bisschen alternativ aus, aber okay. Die unauffällig Aktivistin für Behinderungen. Auffällig lesbisch. Jetzt nicht irgendwie, dass ich da jetzt irgendwie was dagegen hätte oder so. Oh, eine Katzenlady. Fick dich, App. Okay. Und jetzt schauen wir da nochmal kurz ein. Die Fire hat was geschrieben. Ephraim, das ist deine Welt her. Ich brauche einen guten Rat. Ja. Okay. Für Aufführung von einer Weihnachtsgeschichte. Ja, sicher. Schwierig. Mach's einfach. Gut, ich schreib gleich zurück. Ja, dann passt's, ja. Ja, dann spüren Geist. Was ist das Problem? Zukünftigen Weihnacht. Geist der zukünftigen Weihnacht. Okay. Na klar, wenn der Spielabend wichtiger ist, passt. Ciao. Und die Liz, mit der Liz habe ich ein Match gehabt, oder? Oh. Wow. Bist du süß, verdammt, du solltest zur blonden Witwe kommen, was?
Ja. Du hast ein bisschen viel getrunken, Puppi, du machst Rechtschreibfehler. Und wessen Schuld ist das, eure Schuld? Deine? Arbeit, meine, deine. Du bist schuld, wenn du zu viel trinkst. Danke, Mama, oje, meine Güte. Gehst du oft betrunken Profile durch? Manchmal. Gehst du alleine in dieser Bar trinken? Lulu, ich habe deine Freundin und mir ist Langeweile. Oje. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Na dann viel Glück, ja. Es ist nix. Und die Violet. Die haben wir auch schon mal. Was sind wir, Steph? Hey, es tut mir so leid. Ich war einfach überfordert und überwältigt. Ich hätte nicht einfach so verschwinden sollen. Oje. Ah, je. Sie ist einfach abgehauen. Oh. Sie hat die observiert. Etwas komplizierter. Die schreiben alle so schnell zurück. Wie hättest du geantwortet, wenn du keine Panik bekommen hättest? Will mit dir zusammen sein. Echt? Ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht so meine. Also, warum fühlt es sich dann falsch an? Steph, du bist verschwunden. Vielleicht lag es an dem, was ich gesagt habe oder auch nicht. Aber so oder so wurde es heikel und du hast dich versteckt. Ich weiß. Ich weiß, es tut mir leid, aber es hatte nichts mit dir zu tun, okay? Das weißt du, oder? Ja. Okay. Na, du tust mir jetzt nicht. Bessern. Ich mag das nicht, wenn wir dann zu leid bessern. Gut. Und dann haben wir noch die Neuveröffentlichungen, die wir einrahmen müssen. Solange Bands weiter echte Alben rausbringen, werde ich auch weiter versuchen, sie an echte Kunden zu verkaufen. In das Day sahen. Aha. Den nehmen wir mal. Und jetzt hat die Fire geschrieben. Bevor ich das einraume, weil sonst geht wahrscheinlich die Aufgabenliste weiter. Da. Hey, Steph, ist du was? Aha. Bitte sei nicht sauer, was ist denn jetzt los? Was hast du getan? Verdammt, Fiona. Ich weiß, du wolltest nur helfen. Aber warum konntest du dich nicht einfach raushalten? Acadia Bay, so hat's geheißen, genau. Acadia Bay, meine Güte. Ah, deswegen. Okay, weil in der Jahreszeit das passiert ist, was in Acadia Bay passiert ist, jetzt kommen die ganzen Erinnerungen hoch. Jetzt weißt du's. Geht es dir gut? Ich weiß nicht. Nun? Ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll. Vielleicht ist es nur fair, wenn ich dir das hier sage. Ich weiß nicht, wie ich mit so etwas umgehen soll. Wie ich dir helfen kann. Vielleicht kannst du es nicht. Ich weiß, das ist es, was ich versuche dir zu sagen. Schluss. Sie haben 5 Nachrichten miteinander geschrieben. Nein, ich glaube nicht. Oder vielleicht, ich weiß es nicht. Es ist nur, du kennst mich. Ich bin nutzlos als emotionaler Anker für andere. Also. Aha, ja, okay. Passt schon. Scheiße, die kennen sie ja besser. Die haben schon mehr geschrieben. Na toll. Werde ich. Die nächste, die weg ist, ja. Es läuft alles auf die Alex Chan. Aussi, bis die daherkommt. Guti. Und sortieren wir mal die Neuveröffentlichungen ein.
Es ist klar, dass dort an die Erinnerungen hochkommen. Steph. Ist wie jeder andere Tag. Jeder andere verfickte Tag. Es ist alles okay, Steph. Gabe. Gabe ist ein toller Freund. Und noch wichtiger, er hat Alk. Wenn ich hier fertig bin, schließe ich die Kabine ab und rufe ihn an. Okay. Na gut, Leute, dann schließen wir die Kabine in der nächsten Folge ab und schauen. Besuchen wir ihn, Gabe. Kommt der Gabe? Ich glaube, er kommt mit Alkohol. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, wenn wir uns die ganze Gaudi wieder weitergeben. Ja, ich muss sagen, der DLC, ich habe es schon kurz erwähnt, in der letzten Folge ist ein bisschen monoton. Sicher ist es interessant, wenn man da die einzelnen Jahreszeiten Plattenladen sieht, aber immer die gleichen Tätigkeiten zu machen, ja, kann ich mir Besseres vorstellen. Jetzt nicht unbedingt der Burner. Trotzdem hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis dahin passt es gut auf euch auf, bleibt gesund, schönen Tag noch, Baba, ciao.